sind viele Ehen praktisch unauflösbar und werden als Scheinehen weitergeführt. Zweifel, ob es sich bei der Reform tatsächlich um ein Jahrhundertwerk handelt, sind angebracht. In den Mittelgebirgen nördlich der Mainlinie werden gute bis sehr gute Wintersportmöglichkeiten bei einer vielfach pulverigen Altschneedecke angetroffen. Ansonsten sind die Sportmöglichkeiten bis 1600 Meter Höhe bei Papp- und Nassschnee nur mäßig. Folgende Schneehöhen wurden heute früh gemessen: Deutsche Mittelgebirge 20 bis 90 Zentimeter, Bayerische Alpen in Tallagen 5 bis 40 Zentimeter, in 1000 bis 1600 Meter 25 bis 80 Zentimeter, darüber 80 bis 140, Zugspitze 290 Zentimeter. An Steilhängen oberhalb 1800 Meter besteht Schneebrettgefahr. Auch am Wochenende wird Süddeutschland in wechselnder Folge von milder und kalter Meeresluft beeinflusst. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich beim Programm des Deutschen Fernsehens, das Ihnen heute Unterhaltung und Information bietet. Zunächst möchten wir Sie zu dem amerikanischen Spielfilm Die Kaktusblüte einladen. Um 22 Uhr folgt dann das ARD-Wirtschaftsmagazin plus minus heute vom Bayerischen Rundfunk. Um 22.30 Uhr dann wie gewohnt die Tagesthemen mit dem Bericht aus Bonn. Um 23 Uhr berichten wir in der Sportschau von den deutschen Hallenleichtathletikmeisterschaften in Berlin und vom Hallenreit- und Springturnier in der Bremer Stadthalle. Ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten gibt es dann um 23.25 Uhr. Und zwar mit dem Polizeiexperten Robert T. Ironside, der seine Fälle vom Rollstuhl auslöst. Aus der Krimiserie Der Chef zeigen wir Ihnen heute den Film Ein Koffer zu viel. Übrigens, alle 14 Tage wird Ihnen das deutsche Fernsehen jeweils zum späten Freitagabend zu einen der 13 spannendsten Filme dieser Krimiserie noch einmal senden. Sendeschluss ist dann um 0.10 Uhr und wir beenden unser Programm wie immer mit den letzten Meldungen der Tagesschau. Soweit der Überblick. Meine Damen und Herren, und nun zu der amerikanischen Filmkomödie Die Kaktusblüte aus dem Jahr 1969. Walter Matthau spielt darin einen ledigen Zahnarzt, der sich seinen heiratswütigen Verehrerinnen auf besonders trickreiche Weise zu erwehren glaubt. Er gibt sich nämlich als Ehemann aus. Kurioserweise bringt ihn dieser Schwindel aber gerade in dem Augenblick in Schwierigkeiten, als er sich freiwillig verheiraten will. In den weiteren Hauptrollen sehen Sie Ingrid Bergmann und Goldie Hawn.